Ob der Anrufer mit dem Allerweltsnamen überhaupt etwas mit dem vermissten Fall zu tun hat, müssen die Fahnder noch ermitteln. Ebenso, ob es für das Verschwinden von Vater und Sohn familiäre Ursachen gibt. Dazu befragt Vincent Berger jetzt Mikes Ehefrau Isabel. Wir haben es noch nicht ausgesprochen, aber es steht halt für uns beide fest, dass wir uns trennen werden. Und ja, es muss halt nur eine Lösung für Paul gefunden werden. Das Kind soll halt nicht drunter leiden und Paul soll weiter Mutter und Vater haben. Gut, vielleicht ist die Trennung für Sie sicher, aber hat Ihr Mann Ihnen auch gesagt, dass das für ihn so klar ist, dass man sich trennen wird? Na, er hat ja die Paartherapie mitgemacht. Er kennt den Ablauf und ja, sicher sieht er es genauso. Frau Luchner, Ihre Schwägerin haben wir vorhin ja schon befragt. Die hat uns erzählt, dass Ihr Mann sich irgendwie verändert hat in letzter Zeit. Irgendwie aufbrausend geworden ist. Haben Sie da auch irgendetwas feststellen können? Ja, er ist aufbrausender. Er ist sonst der ruhigere Part von uns beiden. Aber in letzter Zeit regt er sich über alles auf. Die Situation ist jetzt so seit ein paar Wochen so schon, dass er ständig wegen jeden Kleinigkeiten sich aufregt. Und ja, so seit 3 Wochen ungefähr. Entschuldigung. Ja? Hast du mir per Mail geschickt? Jo, danke. Entschuldigung, wegen dem Telefonat, das waren die Kollegen von der KTU. Die haben den Laptop von ihrem Mann ausgewertet. Und die letzten 3 Wochen hat er oft eine Seite aufgesucht von einer Selbsthilfegruppe, Männer helfen Männern. Da geht es vorrangig um Sorgerechtsstreitigkeiten. Sorgerechtsstreit? Davon war nie die Rede. Wie kommt er denn auf Sorgerechtsstreit? Also ja, wir leben vermutlich in Trennung, also es ist halt noch nicht ausgesprochen. Aber es war doch immer klar, dass wir uns beide um Paul kümmern. Ja, was komisch ist, Selbsthilfegruppe, circa 3 Wochen hat es oft aufgesucht. Sie haben Wesensveränderungen an ihrem Mann festgestellt. Aber davon hat er gar nichts erzählt. Das hat er irgendwie erwähnt. Was viel komischer ist, wir haben ja den Lieferwagen gefunden von ihrem Mann. Und das ist an der Örtlichkeit, wo auch diese Selbsthilfegruppe sich trifft. Aber die treffen sich erst heute Nachmittag. Und vorhin war ihr Mann ja schon da. Welche Rolle spielt die Selbsthilfegruppe für Männer in diesem undurchsichtigen Vermisstenfall? Janiel Liss und Sandra Fromme hoffen auf Antworten, platzen jedoch zunächst in eine hitzige Auseinandersetzung zweier Männer. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Die Polizei Duisburg, hallo. Hallo. Und zwar geht es um Folgendes. Mike Luchtner, ein Begriff? Ja, Mike, den kenne ich, ja. Der Grund, warum wir fragen, ist folgender. Wir haben nämlich auf seinem Laptop Hinweise gefunden, dass er irgendwie sich hier bei Ihnen Hilfe sucht oder gesucht hat. Sozialtherapeut Lucius Brehm leitet die Selbsthilfegruppe und kennt daher auch den Vermissten. Mike Luchtner soll furchtbare Angst gehabt haben, bei einer Scheidung seinen Sohn Paul zu verlieren. Seine Frau hatte ihm nämlich gedroht, dass sie mit ihrem Sohn nach der Scheidung nach Stuttgart ziehen würde und dann dem Vater das Sorgerecht ganz entziehen möchte. Und das hat ihm natürlich sehr große Angst gemacht, ne? Das können Sie sich ja vorstellen. Aber davon hat Vincent doch gar nichts erzählt bei der Befragung von der Isabel Luchtner. Absolut. Und ich frage mich jetzt auch gerade, warum sie sowas verheimlicht. Ich habe da allerdings einen leichten Verdacht. Sie haben ja den Mann eben gesehen, der herausgestürmt ist. Mhm. Hier ist seine Visitenkarte. Der ist hier öfters mal aufgetaucht und hat wohl angeblich Klienten, Mandanten gesucht zur Rechtsberatung. Und deswegen hatten Sie gerade auch den Streit, weil Ihnen das nicht gepasst hat, dass der hier akquiriert? Oder ja, wie? Also ich habe da eine Situation mal mitgekriegt. Da ist er zu einem Teilnehmer gegangen und hat ihm so etwas gesagt wie, er müsse gegen seine Frau in Krieg ziehen, er dürfte sich nichts gefallen lassen und letztendlich sogar Feuer mit Feuer bekämpfen. Wir haben sehr viele wichtige neue Informationen bekommen hier. Es ist tatsächlich so, dass der Herr Luchtner sich bedroht gefühlt hat von seiner Frau. Er hatte Angst, dass sie ihm den Sohn wegnimmt. Das war auch der Grund, warum er hier in diese Selbsthilfegruppe gegangen ist. Als wir gerade bei unserem Drogendealer waren, hat der nicht irgendetwas erzählt von, ja, dann hat er einen Anruf bekommen und war dann ganz komisch, dass es irgendetwas mit dem Anruf zu tun haben könnte? Du meinst der Herr Dabrowski mit diesem, genau. Ja, der Anrufer, das war ein A und dann Allerweltsname wie
Müller-Meyer-Schulze. Ja, Arthur Meyer. Auf jeden Fall ist das der nächste Kandidat, den wir besprechen müssen. Ja? Auf der Wache informiert Vincent Berger daraufhin die Ehefrau und die Schwester des Vermissten über die neuesten Entwicklungen. Isabel Luchtner reagiert erschüttert. Dabei hat sie den Stein erst ins Rollen gebracht. Der Seminarleiter hat uns erzählt, dass es wohl einen Streit mit ihrem Mann gab, wo sie gesagt haben, er wird das Kind nicht mehr sehen, weil sie nach Stuttgart ziehen. Und auch in einem Prozess hätte er keine Chance, weil sie viel zu viel verdienen. Ich will nie weg. Um Gottes Willen. Ja, im Streit. Wir hatten mal wieder so einen blöden, banalen Streit. Und da habe ich ihn aus Wut an den Kopf geknallt, dass ich mit Paul zu meiner Mutter ziehe, nach Stuttgart. Ist so rausgerutscht im Streit. Ich habe wirklich was über diesen Arthur Meyer hier im Internet gefunden. Vielleicht schauen Sie das mal an. Es gibt hier so ein Forum Männerherzen für Kinder. Da hat jemand geschrieben, wenn ihr wirklich Hilfe wollt, wendet euch an Rechtsberater Arthur Meyer in Duisburg. Aber direkt danach hat jemand geantwortet, Hopeless Daddy, ich kann nur jedem davon abraten, diesen Typen aufzusuchen. Das ist ein totaler Freak. Mit seinen extremen Methoden hat er bei mir alles nur noch schlimmer gemacht. Ich kann euch nur warnen, euch von dem fernzuhalten. Also mich würde wirklich mal interessieren, was das für ein Typ ist. Also wenn so im Internet über den gewarnt wird. Ja, und wie wollen Sie das jetzt rausfinden? Ja, eine Sekunde bitte. Herr Vincent hier. Okay. Das habt ihr rausgefunden? Ja, dann bin ich. Ja. Okay. Ich weiß Bescheid. Danke. Ciao. Okay. Es ist nämlich kein Anwalt mehr. Haben Sie die Karte? Der Mann hat seine Zulassung nämlich verloren, ja. Er hatte selber wohl ein Scheidungsverfahren, sein eigenes, und hat da Unterlagen gefälscht und falsche Aussagen gemacht. Und das hat ihm nicht nur seine Zulassung gekostet, sondern auch noch das Sorgerecht für seine Kinder. Das hat nämlich alles die Frau zugesprochen bekommen, ja. Die Information, die ich von meinen Kollegen bekommen habe, die war sehr hilfreich für mich. Und eine Information habe ich den Angehörigen nicht mitgeteilt, weil Herr Arthur Meyer ist nämlich in Besitz einer Waffe und ich wollte die einfach nicht weiter verunsichern. Um herauszufinden, ob der Anwalt etwas mit dem Verschwinden von Mike und Paul Luchtner zu tun hat, wird sich Vincent Berger nun als Lockvogel in die Höhle des Löwen wagen. Ich weiß nicht, ob er die Waffe einsetzen wird, ne? Also wäre gut, wenn du in meiner Nähe irgendwie bist. Ja, also wir wissen auf jeden Fall, er hat eine Schusswaffe, er darf sie auch haben. Wir wissen nicht, welche Gefahr herrscht, aber du, ich bin mir jetzt völlig sicher, du wirst deine Rolle super spielen. Der Kriminalbeamte wird in die Rolle eines Vaters schlüpfen, der Angst hat, das Sorgerecht für sein Kind zu verlieren. In genau dieser Lage hat sich auch der vermisste Mike Luchtner befunden. Sind Sie Arthur Meyer? Ja, das bin ich, aber das ist ein Privatgrundstück. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, wofür brauchen Sie denn meine Hilfe, bitteschön? Ja. Also fangen wir mal von vorne. Benno Schuster bin ich. Hallo. Meine Frau will sich von mir trennen und also wir trennen uns. Und mein kleiner Michael, mein Sohn, die will ihn mir wegnehmen. Morgen ist schon das Verfahren. Die will ihn mir wegnehmen. Ich darf meinen Sohn nicht mehr sehen. Kann ich sagen, wie das abläuft, ja? Frauen glauben nämlich einfach, dass nur weil sie die Kinder auf die Welt bringen, dass sie die auch für immer besitzen. Und dann gehen sie zu Gericht und da kriegen sie auch noch Recht. Wissen Sie, dass es Länder auf der Welt gibt, die kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland haben? Was soll das heißen? Ja. Was hat das mit mir und meinem Sohn zu tun? Ja, Sie müssen einfach da in diese Länder ausreisen mit Ihrem Sohn. Packen Sie Ihren Sohn, gehen Sie dahin. Und dann kann niemand, das garantiere ich Ihnen, niemand auf der Welt kann Ihnen Ihren Sohn wieder wegnehmen. Und das machen Sie möglich? Ja, dafür bin ich da, dafür liegen meine Karten da. Kleinen Moment, ich zeig's Ihnen, ja. Ich komme sofort wieder. Ist Mike Luchtner in seiner Verzweiflung auf den Vorschlag des Anwalts eingegangen und hat mit seinem 6-jährigen Sohn Paul das Land verlassen? Das sind Flugpläne, die ich ausgearbeitet habe für Flüge nach Manila. Ich habe die für den Mandanten vorbereitet, aber der braucht die jetzt nicht mehr. Und wenn Sie wollen, können Sie die übernehmen. Ja, aber ich heiße doch nicht Mike Luchtner, mein Sohn heißt nicht Paul. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Die Namen können Sie schnell ändern. Sie müssen nur schnell handeln. Aber was ist denn mit diesen Menschen? Warum braucht dieser Mike das nicht mehr? Habe ich Ihnen doch gerade gesagt, der braucht die nicht mehr. Ich habe die ja vorbereitet, aber das hat sich erübrigt. Okay. Aber ich meine, wieso interessiert Sie das, ob der die braucht oder nicht? Ganz einfach, weil ich von der Kriminalpolizei bin. Kriminalpolizei? Ja. Wieso? Dann geht es Ihnen gar nicht um Sorgerechtsstreit oder was? Ja, doch. Ich tue was. Aber dann brauchen wir das ja auch nicht mehr. Hey, was soll das? Waffe weg! Legen die Waffe auf den Boden! Die Waffe auf den Boden! Waffe auf den Boden! Die Waffe auf den Boden, sofort! Also, bei 3 schieße ich. Waffe auf den Boden! Ja! Ganz langsam. Ein Schritt zurück. Ja. Schritt zurück. Ja. Hände auf Rücken. Wir suchen Mike Luchtner, denjenigen, den wir auf den
den ich gerade gesehen habe auf den Flugtickets. Der Vater hat befürchtet, seinen Sohn zu verlieren. Und der Anwalt, der ihm eigentlich helfen sollte, hat seine Angst ausgenutzt, um ihn zu manipulieren. Und das nur, weil Arthur Meier selbst bei seiner Scheidung das Sorgerecht verloren hat und seitdem Rachegefühle hegt. Deshalb hat der Herrn Luchtner versucht zu überreden, mit seinem Sohn sich ins Ausland abzusetzen, um der Mutter das Kind zu entziehen. Wir haben einen Lieferwagen gefunden, da war Blut drin. Haben Sie die beiden entführt oder was? Na, ach Gott, Herr Luchtner entführt? Und sein Sohn. Nein, ich habe ihn einfach. Ich bin ihm dann natürlich nachgefahren zum Gemeindezentrum. Ist doch logisch. Ich wollte einfach noch mal sprechen mit ihm, dass er das noch mal in Ruhe überlegt alles. Ich meine, der kann ja nicht Hals über Kopf einfach Entscheidungen treffen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und ja, da sollte er einfach mal einfach in Ruhe nachdenken. Wen war das Blut? Ach, das ist einfach beim Autofahren. Der war natürlich ein bisschen aufgelöst. Und dann hat er gebremst und da hat er sich ein bisschen geschrammt am Arm. Das war alles. Ich will jetzt sofort wissen, wo der ist. Im Stall da hinten, im Pferdestall. Kann Herrn Meier schon irgendwie verstehen. Er vermisst seine Kinder aufgrund seiner eigenen persönlichen Geschichte. Und es fällt bestimmt schwer, wenn man seine Kinder nicht sehen darf. Auf der anderen Seite, dass man so verbittert und zu solchen Mitteln greift, geht für mich gar nicht. Und dann hat er natürlich auch überhaupt keine Rücksicht darauf genommen, wie die verlassenen Mütter sich dann fühlen. Oh, endlich holt uns einer hier raus. Kommt mal, wir gehen mal raus. Versteckspiel hey, ist zu Ende. Habt ihr Verstecken gespielt? Ja, klar. Ja. Für den 6-Jährigen war der Tag zusammen mit seinem Papa einfach nur ein großes Abenteuer. Mike Luchtner hatte nie geplant, mit seinem Sohn Deutschland zu verlassen und wollte die Machenschaften des zwielichtigen Anwalts auffliegen lassen, als er von seinem Plan erfahren hat. Pauls Eltern werden sich das Sorgerecht teilen.